Herzlich willkommen beim FC Augsburg, Ruben. Wir freuen uns sehr darauf, dich bald im FCA-Trikot zu sehen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, danke erstmals. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen. Und natürlich will ich auch hier mit dem FCA unsere Ziele erreichen. Es haben auch andere europäische Vereine Interesse an dir gezeigt. Wieso hast du dich für Augsburg entschieden? Wo ich gewusst habe, dass der FCA Interesse hat mich das natürlich riesig gefreut. Und ja, war ein Riesentraum, wirklich hier zu spielen und auch in der Bundesliga zu spielen. Wenn man dich googelt, dann findet man unter anderem Aussagen, dass du positiv unberechenbar bist und eine sehr starke Mentalität hast. Wie würdest du dich als Spielertyp beschreiben? Ja, ich würde mich eigentlich auch als lustiger und positiver Mensch beschreiben, als Spieler sehr frech auf dem Platz natürlich, aber auch mit Freude und ich mag es zu gewinnen. Wie bist du so privat? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich bin eigentlich gerne mit meiner Familie, mit Freunden zusammen. Ich bin gerne draußen. So mit dieser schönen Stadt ist das gut möglich. Ja, ich höre gerne Musik. Was für Musik? Ich höre eigentlich alles gerne, hauptsächlich R&B. Du bist ein wirkliches Luzerner Eigengewächs. Jetzt der Schritt nach Deutschland in die Bundesliga. Hat man da auch ein bisschen Respekt vor der neuen Aufgabe? Ja, natürlich, aber ich denke, ich probiere das sehr gut zu meistern. Ich will mich natürlich hier auch mich selber verbessern und eben, wie gesagt, mit der Mannschaft unsere Ziele erreichen. Was sind deine Ziele, die du gerade schon angesprochen hast? Was möchtest du mit dem FCR ganz konkret erreichen? Also persönlich möchte ich natürlich mich in meinen Stärken und Schwächen verbessern. Jetzt mit der Mannschaft ist es noch schwierig so zu sagen. Ich denke, das müssten wir dann mit der Mannschaft alle zusammen besprechen. Du hast ja das große Glück, dass unser Trainer auch Schweizerdeutsch kann. Kennst du sonst noch irgendjemanden beim FCR? Ja, eben der Trainer, ja. Und sonst kenne ich Gregor Kobel. War ich einmal mit ihm in der Nationalmannschaft. Dann viel Erfolg und herzlich willkommen noch einmal. Schön, dass du bei uns bist. Danke vielmals.